Ja, dann herzlich willkommen bei unserer heutigen Vernissage Koffer voller Hoffnungen. Mein Name ist Jörg Hunder, ich bin der WGB-Regionssekretär hier für Stuttgart und ich mache die Moderation. Das heißt, ich werde Allgemeines sagen und mich kurz halten. Fangen wir mit dem Allgemeinen kurz an. Die Corona-Regeln ändern sich ja laufend, aber aktuell sind sie so, dass ich glaube, dass wir gut damit leben können, in der Lösung, wie wir es jetzt haben. Das ist erlaubt, mit Abstand Stühle zu stellen. Wenn ihr Masken aufhabt, wenn ihr sitzt, könnt ihr die Masken auch unternehmen. Wenn ihr nachher was essen und trinken wollt, müsst ihr sie sowieso unternehmen. Also ich glaube, wir kommen damit ganz gut zu Schlag. Das ist das eine. Und das andere, ich halte mich zurück inhaltlich, weil da kommt jetzt noch gleich ein paar Beiträge. Aber beim Aufbauen vorweg wurden wir angesprochen, im Sinne, ob Erdogan zum Gast zur Vernissage kommt. Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann. Aber mir fiel dabei auf, wir machen hier nicht Politik, sondern das sind natürlich ganz viele politische Bilder, aber wir bringen hier die Menschen zusammen, wie heute Abend. Und ich glaube, das ist eine Riesenleistung und da freue ich mich drauf. Und ich freue mich drauf auch auf die Begrüßung und die Worte, wo vielleicht das zum Ausdruck bringen. Ganz besonders freuen wir uns über Ali Can, der uns letztes Jahr schon vor der Pandemiezeit, vorletztes Jahr angesprochen hat und gesagt hat, das wäre eine schöne Geschichte zu 60 Jahre andere Abkommen mit der Türkei. 60 Jahre, massiv, ganz viel, mit vielen Auf und Abs. Ich erinnere mich selber noch an die 80er Jahre, als das ganz großes Thema war, die Türken im Betrieb, die die Opferrolle bekommen haben. Und diese viele Auf und Abs, glaube ich, sehen wir auch ganz toll in den Bildern. Ali, wo ist er überhaupt? Macht bestimmt Bilder, ja. Also herzlich willkommen, es ist deine Veranstaltung, ich freue mich. Und Ali und auch Sedar haben sich reingehängt in ganz viele Art und Weise und insofern steht irgendwo, ach, da steht so eine Spendenbüchse. Ich glaube, ihr tut ihm einen Gefallen, wenn er die Ausgabenlast bei ihm etwas minimieren könnte. Okay, habe ich was Wesentliches vergessen von der Ansage her? Dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem inhaltlichen Teil. Als erstes bitte ich Bernhard Löffler, Regionsgeschäftsführer hier von der Region Nordwürttemberg. Und eigentlich auch nicht eigentlich, du bist der Begründer der Idee eines Kunstbeirats, dass wir dieses Haus seit der Neueröffnung permanent bespielen. Und du darfst die Begrüßung machen, was du da sagen musst. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut mich, euch und Sie recht herzlich zu unserer Ausstellungseröffnung Koffer voller Hoffnungen begrüßen zu dürfen. Und der Jörg hat was vorweggenommen. Besonders begrüßen wollte ich nämlich drei Leute, nämlich tatsächlich Ali und Sida Charman sowie den Jörg Hunder, weil zusammen haben wir in den letzten drei Wochen, und wer war es nicht, was auf die Beine gestellt, was unglaublich ist. Und es hat bis zur letzten Minute jetzt helfende Hände gegeben. Vielen Dank dafür, aber der Großteil, dass das gegangen ist, und das ist eigentlich auch sehr unproblematisch, das war einfach Ali, Sida und mir zu verdanken, und ich habe gemerkt, dass ich da manchmal ein bisschen mehr Deutsch bin, wenn ich da immer mal wieder nachgefragt habe, wie weit ist jetzt das und das, und wenn man dann sieht, dass alles steht, dann ist das einfach toll. Kreativität und Einsatz hat letztendlich diese Ausstellung ermöglicht, und einfach ein Danke dafür und dafür beginnen. Migration aus der Türkei, 60 Jahre gemeinsames Leben. Durch das Wirtschaftswunder in Deutschland gab es damals mehr Arbeit
die Arbeitskräfte und die Produktion am Laufen zu halten, wurden Gastarbeiter aus unterschiedlichsten Nationen angeworben. Und am 30. Oktober 1961 regelte das Auswärtige Amt in Bonn in einem nur zweiseitigen Dokument mit der türkischen Botschaft die Entsendung von Arbeitskräften aus der Türkei und dies nach Deutschland. Nach diesem Anwerbeabkommen konnten sich nun auch die türkischen Arbeiter und Arbeiterinnen für eine Stelle in Deutschland bewerben. Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen. Es kamen Schreiner und Maschinenschlosser, Bauer und Bauarbeiter, Ungelernte und Ausgebildete, Männer und Frauen. Sie kamen nach Deutschland, um ihren Familien ein besseres Leben bieten zu können. Sie wollten genügend Geld für ihre Familien zusammenbekommen und danach in ihr altes Leben zurückkehren. Stattdessen bauten sich die meisten hier eine Familie auf, ein neues Leben, eine zweite Heimat. Und unsere Ausstellung zeigt die Einwanderung von türkischen Kolleginnen und Kollegen, die mit einem Koffer voller Hoffnungen in unserer Industrieregion landeten. Anfang war es für viele von ihnen erschreckend, in einem Land zu sein, in dem sie die Sprache nicht sprachen, in einem Land, in dem die Mentalität so ganz anders ist und war. Es war nicht einfach, sich in unserer Gesellschaft zu etablieren, aber da waren ja die deutschen Kolleginnen und Kollegen bei der Arbeit und so wurden diese und damit auch die Gewerkschaften oft der erste integrative Kontakt in unsere Gesellschaft hinein. Der DGB hatte ab 1960 sogenannte Ausländerberatungsstellen aufgebaut, um praktische Hilfen zu bieten, so auch eben für die türkischen Kolleginnen und Kollegen. Früher ging es dabei um Arbeit und unsere Sozialsysteme, heute geht es vor allem um Arbeitslosigkeit. Dennoch immer sind Migranten und Migrantinnen stärker von Arbeitslosigkeit und sozialer Ausgrenzung betroffen. Heute gehören Menschen mit türkischer Herkunft zum festen Teil unserer Gesellschaft. Sie haben unser Leben kulturell bereichert und sie sind einfach nicht mehr aus unserer Mitte wegzudenken. Deshalb herzlich willkommen. Ich bin ja auch schon sehr lang dabei, auch in der Bewegung und wir sind mit dieser Ausstellung sehr viele Erinnerungen gekommen, zum Beispiel die tollen türkischen Feste. Und es war immer so bei den Kollegen und Kollegen, dass dann zumindest eine deutsche Gruppe immer dabei sein sollte und mit meiner Musikgruppe bin ich dann wirklich sehr viel bei solchen Festen, oft als einzigste Deutsche dann in so einer Versammlung gewesen. Es war einfach großartig. Und ganz zum Schluss möchte ich einfach einen herzlichen Dank aussprechen an Dite, der Föderation Demokratischer Arbeitervereine, die zusammen mit dem DGB diese Veranstaltung, die Broschüre und die Ausstellung auch finanziell ermöglicht haben. Unsere Ausstellung wünsche ich viel Aufmerksamkeit und viel Erfolg. Gemeinsam sind wir stark, oder wie heißt das? Wir sind gemeinsam stark. Vielen Dank.